Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Susanne Holst. Guten Tag, meine Damen und Herren, willkommen zur Tagesschau. Den Helfern von Feuerwehr, Polizei, THW und Rettungsdiensten hat das Wetter gestern Abend keine Ruhe gegönnt. Bei 9 Unwettern im Osten Deutschlands sind mindestens 21 Menschen verletzt worden, darunter auch 7 Schwerverletzte, die bei einer Hochzeitsfeier in Mecklenburg-Vorpommern von einem herabstürzenden Ast getroffen wurden. Besonders viel zu tun hatten die Einsatzkräfte erneut in Berlin und in Brandenburg. Gerade als viele Berliner nach der Arbeit nach Hause wollten, ging es los. Starkregen, dazu heftige Windböen mit rund 110 Kilometern pro Stunde. Das Unwetter gestern Abend verursachte schon wieder große Behinderungen in Berlin. Auf der Stadtautobahn ging es kaum voran. Am Hauptbahnhof blieben alle Fernzüge stehen, gut 2 Stunden lang. Das Gewitter habe hier technische Anlagen beschädigt, teilte die Bahn mit. Die Berliner Feuerwehr rief den Ausnahmezustand aus, zum zweiten Mal innerhalb von 24 Stunden. Wie am Abend davor mussten Rettungskräfte zu hunderten Einsätzen ausrücken. Die Wassermassen fordern sie nun 2 Abende in Folge. Mittlerweile hat sich die Wetterlage beruhigt, aber für das Wochenende rechnen Meteorologen schon wieder mit großer Hitze. Mensch und Natur in Berlin und Brandenburg müssen sich wohl auf weitere Unwetter einstellen. Und wir schauen auf das Wetter von heute. Heute zum Teil wolkig, vielfach aber Sonnenschein und nur vereinzelt Schauer oder Gewitter. 19 bis 28 Grad. In der Tagesschau um 2 bringen wir Sie gern wieder auf den neuesten Stand. Bis dahin, auf Wiedersehen.